Morgen, hier ist wieder der Typ mit Mütze. Heute habe ich gesagt, wir backen Kekse. Gut, wir backen heute nicht direkt Kekse, wir backen Hamantaschen. Das ist ein jüdisches Gebäck, was es zum Fest Purim traditionell gibt. Was ist das eigentlich? Das ist ein Hefeteig oder ein normaler Teig. Man kann sich aussuchen, ob man das mit Hefe macht oder mit Backpulver. Ich mache es mit Hefe, ja. Und das sind dann kleine Teigdreiecke mit wahlweise Mohn oder eben Himbeermarmelade gefüllt. Ich nehme Himbeermarmelade, weil ich Mohn nicht so ganz mag. Ja, und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das geht. Aber was brauchen wir dazu? Um diese Hamantaschen zu backen, brauchen wir Folgendes. Und zwar, so, was brauchen wir an Zutaten? Natürlich Himbeermarmelade. Das Glas ist fast leer, deswegen, ja. Ich mache keine Werbung. Wir haben die Produkte einfach gekauft, weil sie gerade da standen. Butter. Viel. Einpackung Hefe oder Backpulver. 2 Eier, aber davon brauchen wir nur das Eigelb. Tonkabohne. Mehl. Und Zucker. Und wir brauchen 2 Schüsseln. Einen Messbecher und ein paar Knethaken. Würde ich mal sagen, auf geht's. So, was machen wir als erstes? Als erstes kommt in diese Schüssel Tonkabohnenabrieb. Die riechen sehr interessant, die riechen so irgendwie dieses kleine Böhnchen hier. Das riecht irgendwie nach Marzipan und Vanille. Sehr interessanter Geruch. Jetzt haben wir hier in der Schüssel ein bisschen Abrieb. Die ganze Küche riecht gut. Und jetzt kommt da Mehl rein. Und zwar 667 Gramm. Ich sag, wir machen 666 Gramm. Klingt cooler. So, jetzt nehme ich hier wieder unsere Schüssel und dann kommt da unser Mehl rein. Schiebt. Jetzt kommt da noch der Zucker rein. Und zwar 267 Gramm Zucker. Der kommt da nicht rein tatsächlich. Da mache ich aber mal einen Löffel Zucker rein für die Hefe. Denn die kommt damit in diese Mehlmischung. So, dann nehme ich den Löffel gleich zum Verrühren. Perfekt. Jetzt nehmen wir die Hefe. Und dann da. Dann hier einfach mal so ein bisschen verrühren. Und das kommt jetzt zur Seite. Jetzt brauchen wir das Ding. Aber was machen wir da? Da kommt jetzt Butter rein und Zucker. Und zwar kommen da jetzt 267 Gramm Zucker rein. Dann ist jetzt der Zucker drin. Da kommt jetzt Gutbutter. Und zwar, um genau zu sein, auch genauso viel wie Zucker. Da das Ding hier aber nur eine. Okay, das sind 250 Gramm. Ich nehme jetzt einfach mal einen Löffel und dann haue ich da einfach mal eine gute Menge rein. Ist nicht gerade für eine Figur das Rezept.
So. Wenn ihr da jetzt die exakte Angabe an Butter drin habt oder so wie ich einfach ein bisschen weniger, weil ihr nicht so viel habt, dann sehen wir uns gleich wieder. Und wenn ich ein Rührgerät habe, denn das muss jetzt schaumig geschlagen werden. Okay, das könnte laut werden, das erspare ich euch jetzt. Dann zeige ich euch, wie es dann am Ende aussieht, wenn das schön schaumig geschlagen ist. Dann sehen wir uns gleich wieder. Eier trennen. So, Eigelb 1. Ist jetzt nicht das Schönste getrennt, aber es erfüllt seinen Zweck. Flop, rein da. Perfekt, heute gibt's Rührei. Jetzt nehmen wir die Knethacken auf einer niedrigen Stufe. So, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Mehl hier eingestreut habe. Als kleiner Tipp, wenn es zu fest wird, kann man auch ein bisschen Milch hinzugeben. Und ihr könnt das normale Mehl auch durch Vollkornmehl ersetzen. Schmeckt genauso gut. Dann sehen wir uns gleich beim fertigen Teig wieder. So, jetzt habt ihr hier den Teig. So, wir haben jetzt hier den Teig. Der hat Hefe drin, deswegen muss der jetzt gehen. Das dauert jetzt ungefähr so eine halbe Stunde. Einfach an einen warmen Ort stellen, Schüssel abdecken und dann sehen wir uns wieder, wenn der Teig aufgegangen ist. Und in der Zeit, wo der Teig jetzt geht, könnt ihr die Küche sauber machen, denn das ist ein reinstes Schlachtfeld. Hier ist jetzt wieder der Typ mit Mütze. Hier ist unser Teig. Der hat jetzt eine Weile geruht. Der ist leider nicht aufgegangen. Aber was sind jetzt die nächsten Arbeitsschritte? Ausrollen. Dann sehen wir uns wieder beim Ausrollen. So. Dann ja. Ja, mein Teig. Der tatsächlich ganz gut geworden ist. Klebt etwas, das heißt, man braucht ein wenig mehr Mehl. So, jetzt haben wir hier einen Teig. Er kommt wieder zurück in die Schüssel und wir nehmen jetzt hier erstmal Entschuldigung, das war mein Handyton. So, jetzt nehme ich hier erstmal den Teig und ziehen diese klebrigen Reste da mal ab.
knetet die jetzt richtig gut durch. So, und jetzt rollen wir den Teig dünn aus. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Teig fertig ausgerollt habe. So. Jetzt habt ihr hier euren Teig ausgerollt. So eine Karte zum Rausheben der fertigen Dinger. Und ich habe jetzt hier so einen Glasdeckel genommen als Ausstecher. Dann stecht ihr hier. Immer am Rand stechen, dann habt ihr möglichst viel Teig. Da freilegen. Dann löst ihr hier den Kreis vom Boden. Hier einen kleinen Kreis, sieht man etwas doof. Und jetzt nehmt ihr Himbeermarmelade oder eben Mohn, je nachdem wie ihr euch da entschieden habt. Und dann kommt hier in die Mitte davon eben die Marmelade. Und dann klappt man die hintere Seite vom Kreis hoch und dann die Seiten, so dass es am Ende aussieht wie ein kleines Dreieck in etwa. So. Das kommt dann aufs Backblech und das wird dann bei 13 bis 15 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze gebacken. Und dann ist es bereit zum Servieren. Da kann man auch man kann es einfach als Knabberei reichen zum Kaffee. Man kann da aber auch würde ich mal so schätzen, ein gutes Dessert draus machen, mit einem guten Vanilleeis oder sowas. Ihr könnt da ganz kreativ sein, wie ihr das kombiniert oder wie ihr das irgendwo einfließen lasst. Und das mit dem Falten, das könnt ihr jetzt so lange machen, bis ihr keinen Teig mehr habt. Dann kann ich das jetzt hier nochmal zeigen, wie man das macht. Das mit dem Falten. So. Jetzt hier den Kreis. Dann nehmt ihr hier eure Himbeermarmelade. Dann kommt hier so ein guter Klecks. So. So. Dann hier so. Hier die Seite nochmal hochfallen. Es ist immer so ein bisschen so ein kleines Abschätzen mit der Marmelade, wie viel man nehmen sollte. Aber irgendwann hat man es dann raus und dann klappt es auch. Dann sehen wir uns beim Testen des Geschmacks. Morgen, hier ist wieder der Typ mit Mütze. Hier sind die Hamantaschen, die ich gebacken habe. Und die werden wir jetzt beide erstmal probieren. Dann guten Appetit. Mhm.
findest du sie? Knusprig, lecker, süß. Jo. Ist ja auch viel Zucker drin. Ja. Also, absolute Weihnachts-Nachback-Empfehlung. Wenn ihr zu Weihnachten noch ein bisschen Zeit habt oder überlegt, was kann ich an Heiligabend noch zum Kaffee dazu geben, die Dinger sind super, sind sehr schnell gemacht und schmecken einfach super. Ja, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Videos zu Ende schauen, hilft mir sehr, auch gerne Vorschläge für neue Backvideos, konstruktive Kritik, hilft mir alles sehr weiter. Euer Typ mit Mütze. Schöne Weihnachten. Tschüss.